Dreiseiltechnik. Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Hiermit begrüße ich Sie herzlich zur dritten Folge aus der Reihe Nachrichten. Ab sofort wieder aktuellste Nachrichten über den Kanal Dreiseiltechnik. Bevor ich allerdings mit dem regulären Nachrichtenteil beginne, hier eine Meldung in eigener Sache. Aufgrund eines längeren Krankenhausaufenthaltes im September, welcher hier aus privaten Gründen nicht weiter ausgeführt wird, kam es zu einer Verzögerung in der Videoproduktion und damit zur späteren Veröffentlichung einiger Videos. Ich bitte daher um Verständnis und ein wenig Geduld bei den nächsten Produktionen. Neue Videos von Dreiseiltechnik entstehen ab sofort immer öfter mit Hilfe eines Do-it-yourself-Teleprompters. Dieser hilft, Videos kürzer halten zu können und gebündelte Informationen abzugeben. Somit ist ein zuvor großes Risiko, im Video abzuschweifen, geschrumpft, da abgelesen werden muss. Auch an Professionalität gewinnt man durch den Teleprompter, so Dreiseiltechnik wörtlich. Eine weitere Neuerung in den Videos von Dreiseiltechnik, das kleine Dreiseiltechnik-Logo am Bildrand unten. Damit soll der Kopierschutz verbessert werden, da einige Sequenzen sonst ohne Wasserzeichen einfach kopiert werden könnten. Das Logo hat sich seit einigen Videos bewährt und stören tut es ja auch nicht, so Dreiseiltechnik im Interview. Eigentlich schon ein Klassiker auf dem Kanal. Jährlich zum Jahreswechsel erstellt der YouTuber Dreiseiltechnik ein etwas anderes Dinner for One. Zum Beispiel gab es zum Jahreswechsel 2016-2017 Dinner for One in der Version typisch deutsch. Im Jahr davor war die senile Miss Sophie männlich. Dieses Jahr gibt es eine ganz besondere Version. Es gibt nämlich keinen Text. Mehr wird dazu jetzt noch nicht verraten. Gedreht wird dieser etwas andere Klassiker Ende November. Zu sehen dann auf diesem Kanal am Silvestermorgen ab 9 Uhr. Wer sich die alten, genauso kreativen Versionen nochmal angucken möchte, kann in der Videobeschreibung schauen, dort sind die Videos verlinkt. Weiteres Zusatzmaterial ist in der jeweiligen Playlist gespeichert. Und hier jetzt noch die Fußballergebnisse für alle Sportverrückten. 3:1, 2:0, 0:0, 1:0, 2:2, 5:1 und 1:1. Und jetzt bleibt mir nur noch die Schalte zu unserem gern gesehenen Wetterfrosch Dieter Grewald. Dieter, ich sehe dich zwar noch nicht, hoffe aber, du kannst mich hören. Nee, Dieter? Also irgendwie, warte mal, jetzt. Herrlich, hat man neue Übertragungstechnik und dann funktioniert es wieder nicht. Dieter? Könnt ihr mich hören? Ja, Dieter, hören können wir dich, aber nicht... Ja, hallo? Ja, Dieter? Ey, ich sehe hier nichts. Ich glaube, wir haben Übertragungsprobleme. Ja, das glaube ich auch. Wenn das jetzt nicht klappt, dann müssen wir uns was anderes überlegen. So, jetzt sehe ich dich. Jetzt sehe ich dich. Hallo, Ole. Ja, das ist ja schon mal schön. Also, Dieter, wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Können wir uns Hoffnung auf besseres Wetter machen? Gut, das klappt nicht. Dann mache ich das Wetter eben schnell. Es können Temperaturen zwischen 35 und minus 15 Grad auftreten. Es wird warm, kalt, es kann regnen. Ab und zu kann die Sonne rauskommen. Es ist mit Wind und Hagel zu rechnen, wenn es wieder kälter wird, kann auch Schnee fallen oder es ist auch einfach nur mal bewölkt. Und das war sie dann auch schon wieder, die dritte Folge aus der Reihe Nachrichten. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag.